Jo, willkommen zum neunten Video hier auf meinem Kanal und heute drehen wir ein Home-Video über die YouTuber, die richtig kranken Content bringen, Cover, die richtig real den Content machen und sowas. Es klingelt, es klingelt. Alter. Hallo? Oh mein Gott! Oh. Forky? Forky? Hallo Forky? Ja, es ist 3 Uhr nachts. Also ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. Auf jeden Fall reagieren wir heute auf die Prankbros, die wirklich krassen Content bringen. Und alle Leute glauben, dass das alles real ist. Vor allem, ich habe noch einen Clip. Einen Clip habe ich doch, Digga. Also, was die sich dabei denken und warum das so viele Leute glauben, ich verstehe es nicht. Gut. Gönnt euch das mal. Du kannst kommen. Chucky, wir sind jetzt versteckt. Du kannst kommen. Chucky, wir sind jetzt versteckt. Du kannst kommen. Chucky, wir sind versteckt. Du kannst kommen, ne? Natürlich kommt dann Chucky angelaufen. Achtung. Ist das Chucky? Die eine Frage. Warum rutscht Chucky einfach so lang? Normalerweise in dem Film geht er doch. Warum rutscht er denn da so lang auf seiner Fresse? Warum so real, Jungs? Ich check nicht. Er rutscht aber auf seiner Fresse lang. Digga, ganz ehrlich, für die Klicks, ich mach auch so einen Scheiß. Ich glaube, das bringt's einfach. So, aber zum heutigen Thema. Worauf ich eigentlich hinaus möchte. Ich möchte heute mit euch reagieren. Anscheinend reicht das Geld nicht für deren YouTube-Kanal. Die haben jetzt ihren Gaming-Kanal gelöscht und haben ASMR-Kanal gemacht. Für die, die es nicht wissen, was ist, das ist ein Kanal, da redet man nicht, da frisst man irgendeine Scheiße und macht Geräusche und macht das Mikrofon. Die löschen einfach den Gaming-Kanal für so einen Scheiß, für ein Mikrofon, nichts labern, einfach ein bisschen hier zerknicken, dies, das. Das gibt heutzutage Klicks. Damit ihr wisst, bevor ich spreche, ich will mir das gar nicht angucken. Wie viele Klicks das hat? Ich weiß nicht, ich schau mal kurz. 400.000 Klicks. Digga, für ein bisschen knistern. Schreibt mal in die Kommentare, ob es einen Kanal machen soll. Einfach mal ins Mikro furzen oder so, Digga. Bringt anscheinend was. Warte, die hat noch mehr, glaube ich. Guck mal gerade das Bild ganz kurz, wie die gucken, Digga, als ob wir sie noch nie gegessen haben. Ja, geil, Digga, ja. Das reicht, Digga. Sie sitzen da und essen und freuen sich darüber so, ja, geil. Geile Geräusche macht das Essen, Digga, immer so. Wer zum Teufel guckt sich sowas an? Warum hat sowas 400.000 Klicks? Ich verstehe es nicht. Andere bringen richtig kranken Content und die essen ins Mikrofon und bekommen hier 400.000 Klicks. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Er frisst einen Fisch für 400.000 Klicks. Ich weiß, was ich dazu sagen soll. Die machen nichts anderes, außer die Schnauze halt noch beim Intro und sowas. Und das war's. Ich frage mich, was sie sich dabei denken. Ey, lass uns mal da hinsetzen. Und lass uns mal einfach nicht reden. Lass uns einfach irgendwas im Mund stopfen. Und ein bisschen grinsen darüber. Und das Traurige ist, es klappt einfach. Es bringt einfach 400.000 Klicks oder sowas. Aber die Leute, die sich sowas angucken, was sind das für Leute? Sitzen abends zu Hause und denken so, oh ja. Hör ich erst mal ein paar Essen-Sounds an, Alter. Hä? Hä? Digga, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare dazu, wie ihr das findet. Ob ihr das antönt oder so. Wie man Essen kaut. Weil, wenn ihr wollt,
Ich mache nächstes Video, weil ich euch Essen vollkommen wenn ihr möchtet. Ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ich beende das Video. Wer das Originalvideo angucken möchte, wer da Turn drauf hat, ist unter der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, das war's im Video und ciao.